Hallo, hier ist euer D4Denno und wir sind bei der zweiten Mission in Espresso Tycoon. Wir müssen eine Gitarre, Gitarrenverstärker, Bewertung von 30 erhalten und ja, Fähigkeiten Kaffee auf Mindeststufe nicht schlecht dürfen wir nicht erreichen. Verbleibende Zeit unbegrenzt, okay, dann starten wir mal durch. After a successful internship in Cape Town, you have received a plane ticket to the bustling city of New York. This time, you'll be responsible for restoring the splendor of a dilapidated cafe. A famous musician, Phoebe, is looking for a new place to gig. Maybe you can convince her to perform at your cafe. So, dann gehen wir mal nach New York. Bin schon gespannt, wie es weitergeht. Hello again. How was your flight from Cape Town? I hope you handle 22-hour flights better than I do. Anyway, here we are in New York. They say the city never sleeps, so it seems like a perfect place for another coffee shop. This place has potential, but we'll have to work on it, starting, of course, with the brand. Okay, Aber wie hießen wir uns letztens? Das ist Starlight Cafe, ja. Starlight Coffee. Ich weiß gar nicht, welche Schrift wir hatten. Aber das können wir ja ändern. Ich weiß noch, wie sie aussah, oder? So sah die aus. Oder? Ich meine ja. Und wir hatten die Kaffeebohnen, oder? Ne, wir hatten ein Herz gehabt. Komm, wir machen mal einen Stern. Das passt, glaube ich, besser. Genau. Wir hatten so ein Creme-Weiß. Ja. A recognizable brand is a must-have in such a competitive market. Now let's take care of the coffee shop itself. At this moment, it's very neglected, but I'm sure you can quickly bring this place back to life. Do you see this cabinet in the middle? The previous owner must have left it here. Let's sell it to make some space. Okay, das einfach draufdrücken. Nee, hier drauf. Ich klappe da drauf und dann, ich weiß es nicht, wie verkauft man den Dreck? Kann man nicht einfach auf Pause drücken? So. Zeig mir, wie verkauft der den Artikel? Ich glaube so, oder? Ja. As you can see, not only did we get more space, but we also got some extra cash. Remember, if you ever need some money, you can always sell some of your furniture. Anyway, it's time to renovate the walls and floors. Jetzt endlich hier unseren eigenen Kaffeeladen New York machen. So, wir brauchen Fußböden, Wände. Wie sieht das aus? Also macht eine komplette Seite. Muss ja voll aufpassen, dass man dann nicht irgendwie was falsch macht. Lassen. Dann einen Fußboden. Nehmen wir den. Das sieht doch gut aus, ey. Schließe das Dekorationsfenster. What a change. Now the coffee shop looks awesome. It reminds me of some popular TV show from the 90s. What was its name? I can't remember. Anyway, let's keep on working. It would be a waste to have such a cozy space and not add some tables and chairs. Let's do it now. So, tables and stairs. So, wir brauchen Tische. Was für Tische nehmen wir? Ich würde mal sagen, wir nehmen nicht allzu teure. Nehmen wir runde? Ich glaube, ich nehme wieder die, mit denen bin ich gut gefahren. Wir nehmen die hier und können eine andere Farbe nehmen. Nee. Grün. Ja, sowas sieht auch gar nicht so schlecht aus. Das ist er weg. Das Dumme ist, wenn ich mich drehe, dann geht der Tisch weg.
mal sagen, wir drehen den so um. Na? Nicht schräg. Das wäre passend, da zwei Tische hin. Wir probieren es einfach mal aus. Und jetzt schieben wir den ein bisschen rüber. Muss der da sich halt ein bisschen reinquetschen, der Dude. Oh, das passt gar nicht. Wenn ich die Hochstühle da nehme. Oh, ist doch shitty. Wir drehen das einfach um dann. Das ist jetzt mal kurz so. Ach stimmt, ich könnte den eigentlich da hinstellen. Und dann könnte man das so drehen. Dreh. Schafft es die richtige Richtung. Aus. Ja, ist ja gut, mecker mich nicht an. Der Stuhl nicht noch ein bisschen zurück, so. Da dürft's hingehen. Achso, ich brauch noch mehr Stühle, okay, ich hab's gar nicht gelesen. Wir haben hier schon mal da zwei. Dann hätte er doch da Hunde hinstellen können, oder? Naja, egal. So, gar nicht so einfach. Komm, ich will ein bisschen mehr hinstellen. Mehr als erforderlich. Wir nehmen wieder die Stühle, die sind bequemer. You are a natural-born interior designer. Now that our cafe isn't so empty anymore, we have to hire a barista. Since our place isn't very popular yet, I saw only one CV sent by. Let me check. Rachel Bean. Well, let's hire her. Öffne das Fenster, Mitarbeiter. Ich wollte ja eigentlich... Naja, egal. Rachel Bean, anheuern. Schließe das Fenster, muss zu erledigen. Rachel Bean, that reminds me of someone. She is now part of your business, but... Okay, gut. Ich möchte gerne nochmal da schauen. Schlecht trainieren. Ah, die kann man skillen. Okay, gut zu wissen. So, ziehen. Den Arbeitsplan, okay. Erstelle einen Zeitplan für Mitarbeiter der Stelle. Wie geht das jetzt? Zeitplan festzulegen? Die erst an. Hä? Ich verstehe es nicht. So, Zeitplan. Wie erstelle ich den jetzt? Ich drück doch da drauf. Keine Meinung. So, Zeitplan. Ziehe, um deinen Zeitplan festzulegen. Ja, was ziehen? Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ich denke mal, nachmittags ist mehr Betrieb. Müssen wir mal gucken. Ich bin so doof, was war nochmal AM? After Midnight, ne? Machen wir mal so. 8 bis 8. I see you successfully assigned her the hours. Now let's wait till she starts her shift. Remember, when there's no barista in the coffee shop, you can always skip time until the next one shows up. So. Warte, bis Barista anfängt zu arbeiten. Okay.
Great! We're almost done setting up the coffee shop. I've already organized some supplies, such as coffee beans, water filters, takeaway cups and milk. However, we've been using cheap, low-quality... Ach, ey, Emma, mittags, ne? Morgens. Stopp. Okay, die kommt jetzt schon, sehr schön. So, Priorität, Kaffeebohnen. Da haben wir schon mal die guten. Wir haben noch genug Geld. Ich würde sagen, ich bestelle noch einen Sack. Oder zwei Säcke. Drei Stunden, das ist okay. So, ne? Also, das ist Priorität. Muss ich ganz nach oben machen, oder was? Nee. Glaub so, was genau. Ah, da machen die erst die Bohnen und wenn die leer sind, machen sie dann die Bohnen. Ah, okay. Jetzt habe ich es gerafft. Dann machen wir das auch so. Nein! Du nach unten, ihr wechselt. Du hoch, genau. Und du hoch, so, genau. Perfekt. Now that you know how to use different supply providers, it's time to open your coffee shop. But did we forget something? Of course. We forgot to set the menu and prices. Let's do that now. So, klicke auf die Menü, auf den Menü. Ich kann schon nicht mehr reden. Menü. Symbol. So, Espresso war ein bisschen billiger. Ich denke mal 1,80 Dollar vom guten Kaffee. Könnte man nehmen. Dann den doppelten, da würde ich gerne. Mal 1,22. Now we are truly ready. Let's open the coffee shop. Ja, ich mach gleich auf. Ich wollte den Americano noch so machen. Oder so. Passt. So, jetzt machen wir das so. Kaffee geöffnet hier. It's officially yes. Open. Now it's just a matter of time until it will be full of customers. Do you see this elderly gentleman? Let's see who he is. Ach, den hier. Senior, Senioren sind wie Schatzsucher. Sie wissen, wo die guten Sachen und Schätze, einen gemütlichen Ort zum Ausruhen und Plaudern. Seien Sie nett zu ihnen und sie könnten einige ihrer erworbenen Weisheit mit ihnen teilen. This is Tom Heckles, a senior. He's about to buy a coffee. As you can see, Tom appreciates the fact that your coffee shop. Da geht schon mal rein. Sauberkeit ist immer gut. Notice how the money you earn from selling that coffee multiplies. Money Multiplier is a secret ingredient of our world. You earn more when your cafe looks nicer. Each decoration item gives you some style points. Klar, ne? And when you get enough of them, aussieht, your Money Multiplier increases. Ja. Let's do it now. Ah ja. Und dann dreimal, okay. Also 20 Stilpunkte, ein Espresso. Der Preis von Espresso ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen, es dennoch zu versuchen. Junge, das sind Bohnen aus Afrika. Afrikanische Bohnen. Oder italienische Bohnen, keine Ahnung. Der Preis von Espresso ist sehr günstig. Ah, guck, die finden wieder billiger. Der sieht ja auch komisch aus, der Dude. Der hat bestimmt noch nie einen guten Kaffee getrunken, dieser Keil. So, erhalte 20 Stilpunkte. Was muss ich denn hier machen? Dekoration. Eine Pflanze kommt da immer ganz gut an. Kann man die hinstellen? Kann man das hier drehen? Kann ich die Pflanze da hinstellen? Na, ich nehme die hier ganz gut aus. Oder stelle die hier in die Ecke hin? Kann man hier irgendwo ein Gemälde hinhängen? Ein paar Fotos sind immer schön. Auch eigentlich
magischen Mülleimer bauen oder so? Snacks gehen noch nicht. Okay. Irgendwas verpasst? Warum geht die? Sieht aus, als würde hier niemand arbeiten. Auch ernsthaft? Ja, dann überspringen wir halt die Zeit. Gut, wenn ich mehr Mitarbeit habe, dann sieht's eh anders da aus. Good job. Now you have a hint on how to earn money faster. Thanks to that, you will be able to invest more money to grow your business. For example, by training your employees. Try to train Rachel in any skill now. Ah ja. Trainieren. Schlecht, sehr schlecht, nicht schlecht. Ausbildung für 12 Stunden. Ich wünschte, wir hätten mehr Ausbildungsmöglichkeiten. Alter, das hat 240 Dollar gekostet, die Ausbildung. Gar nicht drauf geachtet. Once Rachel's training is done, her skill will improve. It's important because your customers will judge the skills of your employees. The employees themselves also want to have some training from time to time. But remember, with better skills, they will also expect a better salary. I think you're ready to continue on your own, but before I go, let's check out the mission goals. The mission goals. Dann schauen wir mal. Gitarre, Gitarrenverstärker. Wertung von 30 erhalten, Besitz. Okay, mein Kaffee ist aktuell schlecht, obwohl ich die beste. You may wonder why you even need a guitar and amplifier. Well, there's a rising star of New York music, a girl called Phoebe. She won't give a concert in every coffee shop, though. It must be liked by lots of people, and well, you must provide the proper gear. Her presence will surely make your place very popular. I have to go now. See you soon, somewhere in the world. Ist ja mal cool. Ich muss ja erstmal Geld scheffeln hier. Warum sagen die, dass mein Kaffee schlecht ist? Mann, die hat keine Geduld, ey. Ach, jetzt muss es 1 Uhr mittags sein, ne? 2:30. So, dann schauen wir mal, was brauchen wir hier speziell. Ah, das ist Gitarre. Okay, kostet 280. Ist ein bisschen viel, oder? Ist eigentlich erstmal. Ach, da waren die Kaffeebohnen. Kein Wunder, dass der Kaffee schlecht ist, wenn die da rumfliegen. Sieht's denn aus, noch 6 Minuten. Ich kann die dann auch schneller arbeiten. So, das spielst du eigentlich cool. Hab ich Bock. Gehen wir. Was haben wir denn hier? Ich glaube, ich noch einen Sack bestellen oder 2. Dann den Premium-Wasserfilter. Ich denke mal, das wird so gehen. Die arme Maus, ey, die ist hier ganz allein. Welche einstellen? Nee. Keine Bewertung. Der Preis war alles ein bisschen zu hoch. Ja, ich kann den nur ein bisschen anpassen. Nur ein Espresso auf 1,6, ein Americano auf 2 und den auf 1,8. Vielleicht ist es besser. So, mache ich ein bisschen Verlust, glaube ich, von Anfang. Also den Müll da wegräumen. 4 Minuten. Americano, bitte. Noch ist er freundlich. Gleich schlägt es uns zusammen. Die ist noch zu langsam. Ist zum Mitnehmen. Habe ich überhaupt Becher? Einwegbecher, aber ich habe nur so Billigdinger.
dich gerade so begeistert? Was haben wir hier noch für Zutaten? Okay. Ja, muss ich erstmal reinfuchsen hier. Ja. Noch alle ihren Müll hier liegen. Schau mal kurz Pause, während ich bestelle. Fühl mich sonst so genötigt. Sojamilch. Yosola. Also diese Standardprodukte sind schon mal kacki. Nein, zurück. Oh. So. Erstmal hier alles einstellen, Erdnusscreme. Das war ja von oben nach unten, ne? I hope so. Stellen wir das ja erstmal hier alles ein. So, dann könnten wir eigentlich. Aber Erdnuss-Eiscreme brauchen wir alles noch gar nicht, glaube ich. Dann nehmen wir auch 2 Einheiten. Das sind noch die Welt. Vielleicht auch noch Sojamilch. Das ist nämlich bis morgen da. Davon haben wir noch 4 Säcke. Den Millennium-Filter haben wir auch noch. So, dann denke ich, das kann so bleiben. So, dann überspringen wir wieder. Sein Kaffee ist da. Bewertung plus 10. Wow. Ich hätte es nicht gedacht. Was läufst denn du da an der Theke rum? Mach dich raus. Sieht so hier aus, gut. $60 kostet das. Ja, jetzt genug ausgebildet hier. Wenn ich ein bisschen Geld habe, kann ich schon nochmal ein paar Tische kaufen. Hey, hey. Sehr günstig, ja. Ich muss ja mit den Preisen runtergehen, um mich anzulocken, Kinder. Oma, wir sind vor Ort, die hat keinen Bock mehr zu warten. Das klappt ganz gut gerade. Warte, jawohl. Alles klar, dass du es schaffst. Oh je, die werden richtig schmerzt gerade. Ey, jetzt kommen so viele, ey. Oh, die haut ab. Beeil dich! So. Viele gehen schon wieder weiter. Hä? Wieso geht denn der Alte? Ich würde mich gerne hinsetzen. Achso. Das tut mir aber leid, alter Mann. Ich habe halt leider nicht so viele Tische. Genommen, ne? Freundlicher Barhocker.
Uiuiuiui. Ganz schön viel hier ausgegeben. Ganz schön einfach jetzt einfach mal die Karte zu kaufen. Schlürf, schlürf. Alter, wie voll das hier ist. Ich glaube, ich muss doch die Preise anpassen. Alter, der Preis der Amerikaner ist ein bisschen hoch. So nicht schlecht. New York City! Joggen sie schon rein oder was? Oder gehen die? Oh. Ach, das ist ein. Achso. Ah, okay, okay. Sein als der Doppelte. Ich denke mal, so könnte es gehen. Haben wir denn noch genug Vorräte? Ich habe immer Angst, dass irgendwas leer geht. Wie das? Ah ja, da trinkt sie ihren Cappuccino oder Espresso. Ding, ding. So. Will ich das Video mal nicht so lange in die Länge ziehen? Aber es macht sehr Spaß. Alter, jetzt rennen sie uns hier die Bude ein. Jetzt, wo ich die Aufnahme cutten wollte. Ah ja, was willst du machen? So schnell ist die Dame nicht. Muss erstmal hier Profit machen. In diesem Sinne, liebe Leute, danke ich fürs Zuschauen und ich werde vielleicht ein bisschen schneller machen, dass wir hier wegkommen. Und euch dann wieder mit einbeziehen, ne? Machen wir das so. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Euer D4Denno. Tschüssi.